Kindern 3-1 zum Auftakt in der HDI-Arena. Wie fühlt sich das an? Ja, sehr gut. Wir wollten nach dem 4-0 in Lautern, wollten heute unbedingt nachlegen. Ja, vor eigenen Fans ist wieder schön zu gewinnen und ja, ich nehme die 3 Punkte mit und ja, nächste Woche geht es dann weiter. Du hast es gerade schon angesprochen, 38.000 Fans waren heute im Stadion. Wie hast du die Stimmung im Stadion wahrgenommen? Ja, die Stimmung war unglaublich. Wir können es eigentlich nur bei jedem einzelnen Fan bedanken heute, die uns so zahlreich unterstützt haben heute. Das ist sehr wichtig. Wenn wir gemeinsam den Weg gehen wollen, dann müssen alle mit anpacken und es war eine tolle Atmosphäre im Stadion. 2 Spiele, 2 Siege, so kann man ja perfekt in die Saison starten. Kann man den Schwung jetzt auch in die folgenden Spiele, in den DFB-Pokal und nach Bochum mitnehmen? Ja, natürlich. Ich meine, jetzt haben wir 2 Siege im Rücken. Und wir werden die nächsten Spiele auch konzentriert weiter angehen und auch versuchen, dort nachzulegen, im Pokal weiterzukommen. Ja, wir schauen nach vorne, das Spiel ist jetzt schon wieder abgehakt und nächste Woche geht's weiter. Danke, Kina. Ja, Martin, Glückwunsch zum Sieg. 3-1 gegen Greuther Fürth. Was war heute der Schlüssel zum Dreier? Ich glaube, heute war das nötige Glück dabei und ein überragender Torwart. Ich glaube, Schauni hat uns da in den entscheidenden Szenen super im Spiel gehalten, weil gerade in der zweiten Halbzeit die Fürther immer besser ins Spiel kamen, wir viele Fehler gemacht haben, den Gegner eingeladen haben zu Torchancen, zu sehr guten Torchancen und wie gesagt dann auch einfach das nötige Glück dabei war und Schauni uns gerettet hat. Du hast es gerade schon angesprochen, dein erster Treffer für 96, wie wichtig ist das fürs eigene Selbstvertrauen? Ja, sehr wichtig, weil ich noch nicht auf dem Fitnesszustand bin, wie ich es mir vorstelle und wir jetzt intensive Wochen hinter uns hatten und natürlich auch die Erwartungen sehr groß sind, nicht nur von draußen, sondern auch von mir selbst. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass ich hier dann im ersten Heimspiel treffen konnte. Die nächsten Wochen geht es im DFB-Pokal nach Offenbach und dann in der Liga weiter nach Bochum. Worauf kommt es da jetzt an? Ja, wir müssen definitiv weiter an unserer Balance arbeiten zwischen Offensive und Defensive. Wir haben immer die Möglichkeit, vorne ein Tor zu schießen, keine Frage, aber auch das Verteidigen beginnt schon in der Offensive. Und da lassen wir, glaube ich, im Moment noch zu viel zu und sind noch nicht so abgestimmt und so kompakt, dass wir dann wirklich mal über 90 Minuten sehr wenig zulassen. Und ich glaube, da gilt es anzusetzen, weil heute, oder jetzt die letzten beiden Spiele, schauen vom Ergebnis her super aus, aber können auch trügerisch wirken, weil noch nicht alles gut war. Danke, Martin. Ja, Hübi, 3-1 zur Heimpremiere in der HDI-Arena. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ist natürlich super, dass man direkt das erste Heimspiel gewinnt. Ich glaube, da kann man direkt die Fans mitnehmen und es war auch eine super Stimmung im Stadion. Und ja, trotzdem denke ich, dass wir verdient gewonnen haben. Du hast es schon angesprochen, 38.000 Fans waren heute im Stadion. Wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Ja, sie haben uns von der ersten bis zur letzten Minute unterstützt und ich glaube, sie haben uns auch nochmal die letzte Viertelstunde ein bisschen Kraft gegeben, wo wir die Druckphase hatten gegen uns, dass wir da nochmal Kräfte sammeln und so Fans im Rücken ist natürlich überragend. Jetzt habt ihr 2 Spiele gemacht, 2-mal gewonnen. Kann man den Schwung in die nächsten Partien mitnehmen? Ja, kann man und muss man, denke ich. Wir haben nächste Woche ein schweres Pokalspiel gegen Offenbach. Das wird ein ganz, ganz anderes Spiel, aber wir müssen wieder unser Spiel durchdrücken. Und dann denke ich, dass wir auch nächste Woche gegen Offenbach erfolgreich sein werden. Danke, Hübi, und viel Erfolg.